Hallo und recht herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Guide. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie ihr schnell und effektiv Holzpfeile farmen tut. Das mit den komischen Bockblitz, die euch da abschießen, wo ihr das aus der Luft anschauen müsst, das funktioniert ja nicht mehr seit dem letzten Patch. Aber ich habe eine andere Möglichkeit gefunden, wie ihr schnell Holzpfeile farmen könnt. Ihr könnt circa auf eine halbe Stunde, ja, könnt ihr bestimmt eure 999 Stück sammeln. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und zwar müsst ihr auf der Karte zu dem Kugushide-Schrein. Das ist hier unten auf der Insel. Der Schrein wird aber erst freigeschaltet, wenn ihr auf dieser Insel das Rätsel mit den drei Kugeln da löst. Wenn ihr das geschafft habt, wird der Schrein freigeschaltet und somit könnt ihr dann auch die Holzpfeile da holen. So, also ihr portet hier zu dem Schrein. Geht hier nach rechts und da unten seht ihr so eine kleine Insel. Und da wollen wir jetzt mal hinschweben. So, wenn ihr auf der Insel angekommen seid, nehmt ihr das Magnetmodul und ihr seht hier im Wasser so eine kleine Kiste. Die schnappt ihr euch. Packt sie euch hierher, macht sie auf. Und tada, ihr habt 10 Holzpfeile. So denkt ihr jetzt wahrscheinlich, hey, 10 Holzpfeile, warum? Ihr braucht doch mehr. Kriegt ihr. So, wenn ihr die 10 Holzpfeile eingesammelt habt, speichert ihr einmal das Spiel. Und ladet es dann sofort wieder. Dauert ganz kurz. So, und die Kiste ist wieder da. Nimmt sie wieder hoch. Nimmt die Holzpfeile. Speichert das Spiel und ladet es wieder. So, ich zeige es euch nochmal. Ihr seht, ich habe jetzt 254 Pfeile. Die Kiste ist natürlich wieder da. Nehmt die Kiste. Macht auf. Nehmt die Pfeile. Speichert. Und ladet wieder. So, die Kiste ist wieder da. Und ich habe 264 Pfeile. Ihr könnt es jetzt so oft machen, wie ihr wollt. Es dauert, glaube ich, weiß nicht, halbe Stunde bis dreiviertel Stunde vielleicht. Dann habt ihr locker die 900 Pfeile, was er braucht. Und somit habt ihr keine, ja, kein Engpass mehr mit den Pfeilen. Das ist ja so ein bisschen ein kleines Manko in dem Spiel, sage ich mal. Was ist Manko nicht? Es ist schon okay, aber so macht euch das Leben viel, viel leichter. So Leute, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen. In nächster Zeit werden noch weitere Guides kommen zu The Legend of Zelda. Genau. Ansonsten würde ich sagen, reingehauen, ciao, ciao. Euer Andi.